Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dracula 5. Wir machen jetzt eine schöne Bootstour. Einfach geradeaus, würde ich sagen. The shadow of the dragon's hiding place is somewhere in this cistern. But without any reference points to guide me, I'll never find it. Das hier, oder? Das sieht doch nach einer Wegbeschreibung. Das ist ein Boot. Und dann ein geradeaus, ein zurück. Oder wie sehe ich das jetzt? The shadow of the dragon. Kann man das irgendwie aktivieren, quasi, dass man das gefunden hat? Moment, ich glaube, wir fahren noch mal zurück. Das haben wir gefunden. Oh, ich hatte das noch in der Hand, das habe ich gar nicht gesehen. Das müssen wir wie auf dem Bild machen. Ne? Fotografieren wir mal kurz das Bild ab. Moment. Zack, da haben wir es. Und dann muss der nach oben, der nach unten. Dann der nach oben, der bleibt unten. Ne, Moment, stopp. Dann muss der nach da, der nach oben, der nach da. Dann ist das so. Dann muss der nach unten, der in die gegengesetzte Richtung, der nach oben. Oh, da bin ich gerade lost. Weil ich gehe mal davon aus, dass die ab hier so einen Cut machen, weil hier ja der Startpunkt ist und dass sie dann hier so diesen Bereich hinnehmen, ne? Weil nach unten oder so kann ich halt nicht. Nochmal. Ja, ich habe Gorgon with the upside down face, like in the poem. I need to take a closer look. Ja, das hat funktioniert. The shadow of the dragon's hiding place is somewhere in this cistern. But without. Hä? Okay, Moment. Laut Angabe müssten wir jetzt in den Westen fahren.
nie ohne Seife waschen. Das heißt, wir müssen hier irgendwo lang. Geht aber nicht. Das haben wir schon, ne? Ja. Aber hier können wir nicht lang fahren. Wir können dann einen nach vor. Und das war's. Achso, da. Golden Compass. One of the verses from Radu's poem says, "My child, follow the direction given to you fearlessly." This compass might be part of the key to the riddle. Aber ich kann keinen Kompass lesen. Oh Gott, Leute, das wird funny. Ist das jetzt der Norden? Oder wie muss ich das jetzt interpretieren? Das wäre ja dann... Ich weiß nicht, wie ich das lesen soll. Ich verstehe das mit diesen zwei Nadeln nicht. Ich habe noch nie einen Kompass gelesen. Jetzt bin ich wieder am Anfang. Heißt das also... Hoppala. Dass die rote Nadel die Richtung angibt und die schwarze einfach nur quasi das Gegengewicht ist. Okay, dann fangen wir nochmal neu an. Mach kurz hier Foto auf. Hier kommen wir ja nicht weg. Müssen wir auf jeden Fall eins nach vorne. Dann haben wir hier dieses Quergesicht. Würde mir ja anzeigen, dass hier der Osten ist, oder? Da müsste ja hier der Norden sein. Oder interpretiere ich das falsch? Dann haben wir hier wieder den Osten. Oder ist das genau verkehrt rum, ist die Frage. Ich wieder zurück. Ich verstehe den Kompass. Das heißt Osten, oder? Weil das wäre dann hier dieses Gesicht. Okay, dann kommen wir da wieder zurück. Dann kommen wir von da. Okay, das ist jetzt ein Try and Error, weil ich den Kompass nicht lesen kann. Okay, das ist ein endloses Spiel. Okay.
Hä? Ich kann keinen Kompass lesen. Es tut mir leid. Das ist wieder so ein Endlos-Ding, ne? Verstehe das nicht, es tut mir leid. Hat irgendwas mit diesen Statuen zu tun und dieser Anzeige hier? Das ist mir ja klar. Er zeigt nach Osten. Aber in welche Richtung fahren wir dann? Weil Norden ist da, weiß nie, ohne, kann aber nicht. Also ich verstehe das Prinzip dieses Kompasses nicht, ich habe keine Ahnung. Ich versuche es mal und dann gucken wir, sehen wir uns gleich wieder, wenn wir es geschafft haben. So much time. I must be near the shadow of the dragon's hiding place. Boah, das hat jetzt gedauert. Ich habe jetzt Folgendes mal ausprobiert und zwar habe ich immer geguckt, in welche Richtung die Köpfe gedreht sind und dann bin ich den Köpfen in diese Richtung gefolgt. Das hat nicht funktioniert. Dann kam ich halt wieder am Anfang zurück und dann bin ich in die entgegengesetzte Richtung gegangen, also immer der schwarze Pfeil auf die Richtung des Kopfes zeigt quasi und der rote dann in die entgegengesetzte und dann bin ich dann dem roten nachgefahren und das hat funktioniert. Hat ein bisschen gedauert, aber hat funktioniert. My child. Follow the direction given to you fearlessly, to the wall where my hiding place will open in the shadow. Okay, das muss ein großer Drache wahrscheinlich hier so, ne? Hier sieht man ja ungefähr so ein bisschen.
So, ne? Ja, das würde ich so lassen. Oh. So, das ist... Radu's poem is so accurate, it's scary. Ja, ich dachte mir, das soll halt ein großer Drache geben, ne? So, gut. Ich würde sagen, wir gehen da rein in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge.